Also erst waren das Zirkustiger mit Peitsche, Feuerring, drüber. Und jetzt können sie ihr Leben genießen, wenn Influencer wie Matthias Mangiapane zum Streicheln vorbeikommen. Es ist Zeit für eine Leberlaus. Ich habe ja immer wieder so, ich sag mal so Tage, wo mir Leute etwas zuschicken. Das ist quasi jeder Tag. Und in der Regel schicken mir jetzt die Leute keine Videos zu, wo sie sagen, ach Mensch, hier guck mal, wie schön. Da solltest du mal tauchen gehen, lieber Robert. Oder guck doch mal, den Abt RSR One of Three, der ist doch wirklich gelungen. Was hältst du von der Farbe? Sowas schickt ihr mir nicht. Ihr schickt mir, guck mal Robert, da hat wieder jemand ein Tier gequält. So, prima. Bub. Matthias Mangiapane. Kenne ich nicht, Name noch nie gehört. Habe ich das richtig ausgesprochen? Matthias Mangiapane. Wenn ich es nicht richtig rausgesprochen habe, dann tut es mir leid. Hat ein Tier gequält, wurde mir berichtet. Man fand ihn im Internet. Ich habe dann auch mal auf sein Instagram-Profil geguckt. Da gab es ganz viele Fotos, wie Matthias da mit so einem weißen Tiger rumkuschelt. Man sieht ja auch schon hier im Hintergrund, könnt ihr das so ein bisschen unscharf erkennen, kleine Käfigeinheit. Also das ist nicht in der Freiheit. Freie Tiger lassen sich in der Regel seltenst kuscheln. So, und das Coole war, als mir das zugeschickt wurde, ich habe das dann irgendwie so im Vorbeigehen gelesen, dachte ich, wieso? Wieso hat es da schon wieder einer nicht verstanden? Wieso poppen eigentlich jeden Tag, ob es jetzt ein Fußballer ist, ob es ein Influencer ist, ob es ein Star ist oder ein C-Promi oder ein D-Promi, ich weiß nicht, wo Matthias, in welchem Ranking, D, E, F, was weiß ich, keine Ahnung, oder ein Big Brother-Teilnehmer oder was weiß ich, irgendjemand taucht jeden Tag auf, hat den Tiger zum Kuscheln im Arm, hat sich einen Affen gekauft, keine Ahnung. Immer wieder dieselbe Scheiße. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, dass bei all der Informationsflut da draußen, dass bei all der Aufgeklärtheit, bei wie krass dieses Thema eigentlich in den Medien ist, dass man Wildtiere doch lieber in Ruhe lässt, Wildlife Matters, dass dann immer noch Leute auf die Idee kommen und so mit eingesperrten Tieren kuscheln. Das verstehe ich nicht. Ich kann, das was ich verstehe, ist das eigene Bedürfnis, ich möchte mal mit einem Tiger kuscheln, weil sonst gäbe es ja diese ganzen Tiger-Kuschel-Areale nicht. Ob jetzt die Mönche in Thailand waren mit den Tigern oder irgendwo im Urlaub irgendwas angekettetes in Dubai oder der Privatzoo um die Ecke, Prinz Markus, was weiß ich. Immer dieses Tiger-Kuscheln hat es was damit zu tun, powerful. Der Tiger ist ein krasses Krafttier, aber ich bin in der Lage, dieses Tier zu handeln, zu kuscheln. Ist es das? Oder was ist es? Oder ist es rein das Bedürfnis, wirklich so ein Tier mal anzufassen? Oder ich hab diesen inneren Antrieb nicht, so ein Tiger anzufassen. Was ist es? Was ist es? Weiß es jemand? Weiß es einer von euch? Reine Optik? Status? Zoom-Gold? Ja, Status gehe ich mit. Dummheit? Ja. Melli? Gut. Was ist es? Macht? Ja. Ego? Ja. Okay. Ist nur eine große Katze. Ja, es ist auch so ein bisschen Unwissenheit vielleicht. Viel Botox ins Gehirn diffundiert, richtig? Egoismus, Show, Naivität, Machtdarstellung. Ich kann einige Worte nicht vorlesen. Ja, okay. Und man denkt, okay, ich mache jetzt coole Bilder mit dem, dann stelle ich das ins Internet und kriege einen Haufen Likes und sage noch, das war mein großer Traum. Und da frage ich mich immer, gab es auch nur einen einzigen Moment in dieser ganzen Kuschelei mit dem Tiger und den Fotos und dem Hochladen des Fotos und mein großer Traum, wo Matthias ganz weit hinten, in der hintersten kleinsten Tür seines Hinterstübchens, die man aufgemacht hat, und da ist ein kleiner Zettel, wo drauf steht: Und was denkt eigentlich der Tiger? Glaubt ihr, das findet statt oder findet das einfach nicht statt? Weil ich frage mich das. Ich frage mich, wie kann man das okay finden und immer noch cool finden in der heutigen Zeit? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich gar nicht. So, dann habe ich Matthias in meine Story auf Instagram genommen und gesagt, hier, wieder mal einer nicht verstanden. Das ist doch blöd und Quatsch und hier und da. Aber da musste ich gar nichts machen. Da stand schon unter dem Instagram-Post, das ist blöd, Matthias, lass das mal aus den und den Gründen. Babab. Und da lehne ich mich ja immer zurück und sage, wie geil ist das denn? Gar kein Problem. Und guck mal, dass mir der Tiger viel bedeutet, das seht ihr so hier. Also ich habe ja mit Tigern in Freiheit gearbeitet, in Indien zum Beispiel. Ich habe Tiger in Freiheit fotografiert. So, da sieht man es natürlich genau nicht. Ich pack das hier hin. Okay, dann ist er zumindest im Hintergrund, beobachtet mich. Man sollte dem Tiger übrigens nie den Rücken zudrehen. Anyway, ich habe das in meine Story gepackt und es kamen ganz viele Kommentare. Aber es war auch, ohne dass ich was gemacht habe, waren schon super viele Kommentare darunter, die Matthias, und das fand ich cool, liebevoll darauf hingewiesen haben, ey, das ist nicht cool. Frag doch mal, wie es dem Tiger geht, das ist ein eingesperrter Tiger und so weiter.
Und, achso, wir müssen uns den Matthias vielleicht auch mal angucken, damit ihr überhaupt wisst, über wen wir hier sprechen. Und das Coole war, da waren schon viele, viele Kommentare drunter. Und es gab dann natürlich in der Bunde und überall gab es Artikel, Ärger für Foto mit Tiger. Dschungel, ach, der war im Dschungelcamp, okay. Hä, dann müsst ihr doch eigentlich wissen, das mit Wildtieren und so. Er hat ihn nur gegessen und nicht gesehen. Dschungelcamps, da hat er die Hoden von denen bestimmt gegessen. Dschungelcamps, da rechtfertigt sich. Wichtig ist ja dann, wenn man solche Fotos gemacht hat und Kritik bekommt, und da war viel, viel Lösungsorientiertes und nett Hinweisendes gemacht, dass man dann sagt, halt, stopp, ihr liegt alle falsch, denn... Wartet, ich hab's extra für euch aufgenommen. Bupp. Dann gab's die, nach dem, ich sag mal, Kleinst-Shitstorm, dem einen oder anderen Artikel, hat sich Matthias nochmal Zeit genommen und gesagt, pass auf, Freunde, ihr liegt alle falsch, denn... Ist das eigentlich, was ich auch immer sage, ihr liegt alle falsch, denn ja, ne? Das mache ich ja auch. Okay. So, ihr Lieben, ich möchte mich jetzt einmal zu den Bildern vom Wochenende melden, weil ja einige sehr irritiert waren über die Tigerbilder. Einige? Hunderte. Ja. So, diese Tigerbilder sind bei Willes Welt, bei der Familie Wille entstanden. Und diese Tiger waren jahrelang aktiv als Zirkustiger. Und das gibt's auch nicht. Das sind auch noch Zirkustiger gewesen. Fantastisch. Haben jetzt dort einen festen Platz, wo sie eben halt, ja, ihr Leben genießen können. Das, na bitte, dann ist es ja okay. Also erst waren es Zirkustiger mit Peitsche, Feuerring, drüber. Und jetzt können sie ihr Leben genießen, wenn Influencer wie Matthias Mangiapane zum Streicheln vorbeikommen. Living the fucking best life. Einfach mal schön genießen. Erst jahrelang im Zirkus ausgebeutet, für Kohle von irgendwelchen Clowns, und jetzt weiter ausgebeutet, für Kohle von irgendwelchen Clowns. In großen Gehegen, in Gehegen, die immer wieder erneuert werden. Die Gehege werden immer wieder erneuert. Wie denn? Werden die umgebaut jeden Tag oder was? Oder was meint er damit genau? Die immer wieder vergrößert. Ach so, vergrößert. Das heißt, jeden Tag packen die 100 Quadratmeter mehr dran, ja? Werden. Mhm. Und ja, diese Tiger waren jahrelang als Zirkustiger aktiv, deswegen können die auch gar nicht mehr. Ein Tiger wird ja gar nicht so alt, das wissen viele nicht. 10 Jahre plus, ne? Also jahrelang als Zirkustiger aktiv und jetzt in Rente und dann werden sie halt von Influencern missbraucht für Kohle. Okay. Ausgebildet werden, auch wenn vielleicht für andere Lebewesen, für andere Tiger natürlich der schönste Platz die Freiheit wäre. Also für einen in Gefangenschaft geborenen Tiger, der die Freiheit nicht kennt, vermutlich eine Flaschenhandaufzucht ist von Menschen, der jahrelang im Zirkus ausgebeutet wird, am Ende seines Lebens ihn auszuwildern mit einem jahrelangen Prozess macht überhaupt gar keinen Sinn. Wer das sagt, hat keine Ahnung, ist totaler Quatsch. Aber der muss in ein Sanctuary, wo er Tigersachen machen kann. Ohne menschlichen fucking Kontakt. Ihn auszuwildern, es stellt sich überhaupt nicht. Wer sowas fordert, ist ein Idiot. Und wer so darüber nachdenkt, ist ein Idiot oder eine Idiotin. Aber bei diesen Tigern ist es schier unmöglich. Hat er recht. Der hat recht. Zum anderen ist es Flaschenaufzucht. Sie sind an den Menschen gewöhnt. Okay. Und das sieht man ja auch. Und das sieht man ja auch. Woran sieht man das nochmal? Die Merkmale wüsste ich nochmal gerne. Dass sie dich nicht in 3 Teile zerreißen, zerfetzen und deinen Mageninhalt als erstes fressen? Oder woran sieht man das jetzt genau? Du hast ja selber gesehen, wie Und das Wichtigste, was er zu bedenken ist, Tiger waren ja schon immer in der Gefangenschaft von Menschen. Oder hat irgendjemand mal irgendwann einen Tiger gefangen? Den zu einem Haustier gemacht und all seine Nachkommen auch. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Bill und Sabrina, die sich um die Tiger kümmern, frühs reingehen, abends reingehen, mit den Tigern spielen, sich sehr beschäftigen. So, ihr Lieben, ich möchte... Ey, aber dann, das Ende ist wirklich mit das Wichtigste. Die Tiger kümmern, frühs reingehen, abends reingehen, mit den Tigern spielen, sich sehr beschäftigen. Und dann war es auch schon vorbei, das war die Story. Ey... Also, nochmal ganz kurz als Rekapitulation. Jahrelang im Zirkus ausgebeutet, jetzt living their best life, Gehege wird immer vergrößert und umgebaut und hier und da. Und frühs geht jemand rein, mittags, abends, es wird gespielt, dann ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Das sehe ich anders, Matthias. Das sehe ich völlig anders. Tiger sollten Tiger sein, alles andere ist totaler Scheiß. Es gab dann natürlich ein bisschen, ich sag mal Gegenwind aus der Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Ich weiß nicht, wo dieser Gegenwind kommt. Didim. Kommentare deaktiviert. Ist immer the best solution, wenn man Gegenwind bekommt und konstruktive Kritik und auf irgendetwas hingewiesen wird, vor allen Dingen eigenes Fehlverhalten. Ich würde dann, ne, wenn ihr mich mal irgendwann auf mein Fehlverhalten hinweist, dann werde ich, das verspreche ich euch, versuchen,
adäquat zu reagieren, wenn ich antworten kann, wenn ich gerade irgendwo im Dschungel hocke und sagen, okay, habe ich mir durchgelesen, alles klar, ich habe darüber nachgedacht, habe reflektiert, müssen wir mal drüber quatschen und ich sage, ihr liegt aber alle falsch. Denn die Zirkus und jetzt ist anders ausgebeutet. Anyway, so, Matthias hat als Ergebnis dieser ganzen Geschichte den Post runtergenommen. Es gibt jetzt hier, glaube ich, gar kein Tigerbild mehr. Okay. Kein Tigerbild mehr. Meine Empfehlung auch, achso, dann gab es ein paar Vermittlungshilfebilder für Hunde, kurze Zeit später. Man ist ja schließlich Tierschützer. Boah. Opportunismus at its best. Anyway, Matthias, finde ich gut, dass du die Tigerbilder runtergenommen hast, dass sich da keiner noch ein Beispiel dran nimmt. Auch noch weiter. Auch sowas machen zu wollen. Wir gucken noch mal ganz kurz, er hat ja darüber gesprochen, wo das Ganze war. Willeswelt. Habe ich kurz überlegt, dachte, Willeswelt war ich noch nicht, kenne ich nicht. Aber da fällt mir ja was ein. Meine Freundin Luisa Dellert war schon mal in Willeswelt und hat da schon mal ein kleines Reel zugemacht. Das gucken wir uns doch einfach mal an, dass wir mal einen Eindruck kriegen, wie die Tiger dort ihr Bestlife leben. Leute, ich sitze gerade hier im Erlebnispark Willeshof, weil mir eine Followerin gestern dieses Video geschickt hat. Ach so. Ich habe im Internet nicht so viel darüber gefunden. Kleiner Babytiger an der Leine in weiß. Ich sage, ich war ja schon mal undercover in solchen Zootier-Treffen. Dies, das. Da wurde immer gesagt, das Wichtigste sind Babytiere, damit wir die Kinder in den Zoo holen. So, jetzt gucken wir uns an, was Luisa in ihrem Erfahrungsbericht gesagt hat. Deswegen bin ich einfach selber hierher gefahren, um zu sehen, wie die Tiere hier gehalten werden. Und was soll ich sagen? Es hat mich überhaupt nicht überrascht. Das ist eine Katastrophe. Aha. Ach so, das sind die, ich sag mal, bedarfsgerechten, verhaltensorientierten Käfige, die ständig erneuert und vergrößert werden. Das Stammquartier, hier leben die Tiere und die Menschen, die normalerweise mit dem Zirkus William unterwegs sind. Hier gibt Haben die Besitzer etwa selbst diese Tiere vorher im Zirkus ausgebeutet? Das wusste ich nicht. Das ist ja krass. Und schicken sie dann für die Influencer-Clowns in Rente? Ach so! Zebras, Ponys, Waschbären, Affen, Kamele und das Highlight sind eben die Tiger und Löwen, die hier in einem... Saß da gerade der Tiger auf einer Kabeltrommel? Sind das hier diese Zirkushocker? Kleinen Käfig eingesperrt sind. Ich habe mir dann heute mal die Attraktion Raubtierdressur angeschaut, die hier jeden Tag um 14.30 Uhr ist. Und das sieht dann so aus. Runter, Savanna. Den Hintern runter, Savanna, sitzen. Savanna, du musst sitzen. Savanna, sitzen. Savanna, du musst sitzen. Savanna, sitzen. Ah. Das sind doch alles Zirkusgeräte hier. Das gibt es doch nicht. Da werden sie ja jetzt nicht mehr ausgebeutet, oder was? Aha. Genau. Valentina, nein. Denk nicht dran. Valentina, nein. Ah, ich liebe den Brandenburger Akzente. Das gefällt mir. Denk nicht dran. Das ist ja gar nicht mehr Zirkus. Das ist ja Living the Best Life. Vorher wird momentan noch dem ganzen Publikum wie bei König der Löwen das kleine Tigerbaby einmal zur Schau gestellt. Denkt dran, wenn ihr mal einen Zirkus aufmacht oder ein Zoo, Baby Beste. So. Baby, Baby. Der Laio, meine Tochter liebt den Laio. Ihr erinnert euch, Georgina, Grüße gehen raus. Achso, die hat mich gar nicht angezeigt für ihr Video. Hat die nicht gesagt, die wollte mich anzeigen? Was ist los eigentlich? Was wurde aus der Anzeige, liebe Georgina? Fleur, du hast mich gar nicht angezeigt. Ich habe mit Spannung erwartet, was dein Anwalt zu mir sagt. Oh, ist es niedlich, wie die ihr Best Life leben, nicht ausgebeutet werden. Geil. Leute, ich sitze gerade hier. Das war's, okay. Krass. Das war das Reel von Luisa, was sie gepostet hat. Danach brach ein Shitstorm über Lu. Ich habe vorhin noch mit ihr telefoniert. Die kann leider nicht ans Telefon gehen, weil sie heute bei einer Veranstaltung ist. Aber ich habe ganz kurz noch mit ihr darüber gesprochen. Darf also in ihrem Namen sagen, dass danach ein Shitstorm über sie hereinbrach nach Posten dieses Reels. Und zwar nicht von ihrer Community, sondern tatsächlich von den Leuten von Willeswelt, der ganzen Familie. Es ist ja ein Familienbetrieb. Und die sie beschimpft haben
und die gesagt haben, das stimmt ja alles nicht und das sei eine Lüge und so weiter. Ist immer richtig, wenn man etwas kritisiert, und sie greift ja keine Menschen persönlich an, sondern kritisiert einen Zustand, immer wichtig, auf den Kritiker draufzuhacken, dass der ja lügt. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, sie hat auch ein paar Fotos, glaube ich, gepostet. Ja, hier sind sie, zack, auf ihrem Account bei Luisa Dellert. Könnt ihr aber auch mal auf Instagram folgen, ein bisschen Liebe dalassen. Da sieht man, wie gut es diesen Tieren im Nicht-mehr-Zirkus geht. Wahnsinn, ey. Cool, eigentlich so ein Tiger irgendwie auf so einer Kabeltrommel. Wenn du die Kabel verlegt, Unterseekabel, zack. Das Baby, wie schön. Ach, wie schön. Weiß ich nicht. Ich fühle das alles nicht. Ich finde nicht, wenn man Tiger jahrelang in einen Zirkus ausgebeutet hat und sie dann Influencern vorführt und irgendwelchen anderen Clowns, dass das Living the Best Life ist und dass das dann alles rechtfertigt und dass das nicht cool ist. Hier ist mal die Seite von Willis Welt. Da im Löwencafé. Aha. Willkommen in Willis Welt. Was kann man machen? Die Seite habe ich mir noch nie angeguckt. Ich gucke jetzt gerade zum ersten Mal. Raubtiertraining, Kamelreiten, Seelöwen. Seelöwen gibt's auch. Seelöwenshow. Habt ihr. Das ist ja SeaWorld Live. Wow. Sieht nach einem ziemlich kleinen Becken aus. Warum sehe ich hier kein Übersichtsfoto von dem Becken, wie groß es ist? Darf ich das mal sehen? Neues. Ah, da kommt man zu Instagram. Okay. Ah, kann man gleich mal gucken. Hier wird es Welt. Viel Weihnachtsmann, viel Edutainment. Das Einzige, und da muss ich jetzt Willis Welt mal vermutlich in Schutz nehmen, ist, die sagen auch gar nicht, dass das irgendwie Artenschutz ist oder sowas. Die sind ein bisschen ehrlicher als die Zoos. Die sagen einfach vermutlich, wir sind hier in Edutainment Park, bei uns könnt ihr mit Tieren kuscheln. Fühle ich gar nicht. Fühle ich wirklich überhaupt gar nicht. Exotische Tierwelt. Tigerchen. Sind das hier Bandit-Kängurus oder was? Ist das eine Elen oder was? Haben die auch eine Elen-Antilope? Katas. Krass. Krass, krass, krass. Also, wenn ihr mal einen schönen Nachmittag haben wollt, dann ab zu Willis Welt zum Tigerkuscheln. Keine Ahnung, was das kostet. Keine Ahnung, ein Fuffi oder 150 oder was kostet sowas? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Müsst ihr aber eigentlich mal machen. Ich fühle das alles nicht und ich verstehe nicht, warum man in dieser aufgeklärten Welt sich als Mensch, der ja hunderttausende Follower hat, der eine Person des öffentlichen Lebens ist, sich so einer Tierquälerei da hingibt und das als seinen großen Traum ausführt. Ich glaube, und das ist das Wichtige, was wir daraus lernen sollen, dass es schön wäre, aus meiner Sicht, wenn wir sowas im Internet sehen, und das sehe ich immer mehr, da geht großer Dank an die Community raus, dass wir die Leute liebevoll, konstruktiv, positiv, nach vorne in die Zukunft gerichtet für Veränderungen darauf hinweisen. Das fände ich, glaube ich, cool. Dass das nicht cool ist, aus folgenden Gründen, und man könnte zumindest mal darüber nachdenken, oder ich sehe das anders, weil, also versucht eure Argumente klug, clever zu wählen, liebevoll und mit dem richtigen Ton, und dann kommt so ein Argument vielleicht auch an. Aber am Ende, ich sag mal so, egal was passiert ist, wie Matthias die Argumente aufgenommen hat, Kommentare deaktiviert, Bild ist raus. Ja, ob er jetzt was daraus gelernt hat, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, der Zweck heiligt die Mittel, in diesem Sinne, kuschelt nicht mit Tiger. Was kann man ansonsten, mit wem könnte man kuscheln anstatt mit einem Tiger? Was könnte der größte Traum sein, mit jemandem zu kuscheln? Kuschelt mit Schweinen auf dem Lebenshof. Kuschelt mit eurem geretteten Hund zu Hause. Und wehe, hier steht auch nur ein Kommentar. Ja, aber einen Hund zu Hause halten. Meine Hunde sind gerettet, sind keine Rassehunde. Kuschelt mit euren, das hätte ich beinahe gesagt. Ich sage aber Katzen zu Hause. Ihr wisst aber, was ich sagen wollte. Kuschelt mit eurem Kuscheltier. Kuschelt vielleicht auch mal mit euch selbst. Ist auch zu empfehlen. Ist sehr gesund. Entgegen der Meinung in den 60ern. In diesem Sinne wünsche ich euch angenehmes Kuscheln. Hauptsache nicht zu Lasten eines Wildtieres. Matthias, nimm es dir an. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Bis zum nächsten Video. Matthias.